bilde deine Meinung. So, und da sind wir wieder mit einem neuen Part von Terraria. Ihr seht schon, ich habe hier ein neues Glühlämpchen, ne? Ja, ich habe vorhin ein bisschen im Dungeon von dieser Welt hier gesammelt. Der Dungeon befindet sich übrigens hier genau unter uns, genau da. Da ist der Farmraum, wo ich drinne war die ganze Zeit. Ich habe die Karte möglichst wenig erforscht. Also mit diesem Charakter, mit dem anderen habe ich natürlich schon massenweise. Das sind noch alles Sachen, die ich hier übrig habe von dem anderen Charakter. Ich habe mir da vorhin extra die Kiste hier leer geräumt, um das alles zwischenzulagern. Und hier habe ich auch noch einiges gesammelt. Unter anderem habe ich das hier fertig bekommen noch zu sammeln. Und die Werkbank, die habe ich ganz da hinten. Moment. Ganz da hinten. Komm schon. Hier. Da ist nämlich eine Werkbank. Genau da. Die Tüftlerwerkstatt. So. Und damit ihr halt nicht unbedingt glaubt, ich hätte mir hier eine schöne kleine Zeit gemacht. Ich saß da unten. Stundenlang. Immer wieder am Verrecken. Und kann mir sich jetzt eine Fackel hin. Und hab halt die ganze Zeit immer wieder ewig gebraucht, um irgendwas hinzubekommen. Weil die Viecher hier einfach so stark sind. Zum Glück habe ich allerdings dieses Buch hier gefunden und ich dachte nicht, dass es so geil ist. Das Buch ist richtig Hammer. Oh ja. Ich verrecke. So, ich habe mich dann meist hier hingehangen oder habe dann auf dem Teil da gesessen. So, jetzt noch die Wolken. So. Und dann immer wieder die Sphären hier. Das war sozusagen meine Kampfmethode. Wow. Ey, willst du mich verarschen? Willst du mich foppen? Ja. Oh, scheiße, ist wieder so ein Nekro. Da sind zwei Nekromanten. Oh, kacke. Ja. Schon wieder Nekromanten. Also, sie gehen einem richtig auf den Sack hier. Mit der Zeit. Nein, schon weil die permanent und immer wieder kommen. So, endlich. Ah, und da bin ich schon wieder verreckt, Leute. Das passiert hier richtig oft. Und, ja. Da hatte ich dann zum Glück mit dem anderen Charakter schon so einen riesigen Tunnel gemacht nach unten. Moment, ich mache hier jetzt einfach mal etwas größer. Ich will hier etwas schneller runterkommen jetzt. Zukunft. Hätte ich eigentlich schon früher machen sollen. Kein Plan, wieso ich mich hier so abgemüht habe, extra nur um nach unten zu kommen. Ja. Das sollte jetzt eher nicht passieren, aber okay. So. Leider konnte ich noch keine Fast Clock finden. Aber ich fand es halt interessant, erstmal da unten zu farmen. Und da wollte ich halt noch weiter farmen, um noch einen zweiten Nether zu finden. Damit ihr seht, wie die aussehen, falls einer noch nicht weiß, wie die aussehen. Ja. Ich könnte sie beschreiben, es sieht aus wie so ein schwarzes Auge. Aber man sollte es besser selbst gesehen haben, um
um wie die Bild-Zeitung das immer so schön sagt. Bild da der Baldur, ja. Das sind. Gut, also ich brauche jetzt echt wenig zu machen, nur für hier für Items. Das ist wieder so eine scheiß hässliche und ekelhafte Spinne. By the way, ich hasse Spinnen. Ich ekel mich davor. Das ist schon echt krass. Wow. Schon wieder ein Paladin. Und da oben war noch was. Da unten ist wieder so eine Pflaster runtergekommen. Komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Nein, der Paladin hat überlebt. Okay. Naja. Dann bewege ich mich mal wieder nach unten mit meiner Potte. Meine Pote. Ja, die Pote. Ja, ich müsste das hier da immer wieder dran legen. Und was habe ich denn jetzt noch gefüttert? War wohl doch nichts was Interessantes, was ich da gefüttert habe. Was macht der? Verbrauchknochen kann platziert werden. Orteknochen. Okay. Auch nice. Oh, 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 oh. Gott, ich hasse diese Momente. Da ist er. Komm, ich müsste echt mal anfangen, diesen paar Tränke zu nehmen. So. Schon wieder ein goldener Schlüssel. Also die sammelt man hier auch massenweise, die goldenen Schlüssel, von daher. Ich würde sagen, ich mache das hier noch etwas tiefer. Außerdem hier erstmal so eine Wand hin. Ah! Nee. Oh, scheiße, der Blutmond steigt sogar noch auf. Das wird jetzt richtig hart. Aber ich denke, das sollte klappen. Vor allem, um die Fast Clock hier zu bekommen. Ich kann jetzt nicht einfach so da oben die angreifen, weil ich nicht an die rankomme wegen dem Holz. Ich kann das Holz auch nicht einfach abbauen, weil die ganze Zeit da herumirren und mir das Leben schwer machen. Boah, Mensch. So, jetzt ganz schnell das Holz weg. Oh.
mal hier noch ganz schnell so einen kleinen Raum hingezogen. Ja. Das war etwas größer. Ja, ich lasse mir da echt jetzt ein bisschen Zeit. Ach, Mist. Ich schon wieder. Nein! Nein! Ich wurde wieder zerlegt. Naja, was soll's. Das ist richtig schwer, Leute. Also ihr seht, es ist hardcore. So, jetzt verkaufe ich hier ein bisschen Zeug wieder. So. Wer weiß, kann verkaufe ich das. Ich kaufe nichts, sondern verkaufe nur. Ach ja, der Blutmund ist immer noch da. Das erklärt auch, wieso so viele Viecher da sind. Naja. Okay. So. Ich fange jetzt einfach mal an, die Ziegel hier ein bisschen abzubauen. Damit mein Raum auch seinen Zweck erfüllen kann. Tiefer drin, aber dabei ist dabei. Ne, Moment. Und da bin ich wieder verreckt. Tja. Ist schwer mit den ganzen Viechern hier. Vor allem die Rüstung gibt noch einen extra Boost. Dass noch mehr kommen. Und dann kommt noch dazu, dass so ziemlich alles Faktoren sind wie der Blutmond. Da kommen ja noch mehr Viecher. Also die Rüstung verstärkt, der Dungeon ist heftig und ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das Ganze ist einfach scheiß schwer geworden mittlerweile. Mit dem anderen habe ich halt schon stärkere Waffen, die es mir ermöglichen, die innerhalb von ein paar Sekunden zu zerballern, aber ist trotzdem scheiß schwer noch immer. So.
eben hier. So. Ah, da unten ist schon wieder so eine Flasche gekommen. Ja, die kommen hier massenweise. Schon wieder so ein Bone Lee. Von denen gibt's, glaube ich, diesen schwarzen Gürtel, das weiß ich jetzt nicht mehr so richtig. Oh. Okay. Was zum Teufel, wie krass. Wie viel Scope? Ja, Leute, das ist Hardcore hier. Und ich denke, ich mache hier eine extra lange Folge. Extra, um euch ein bisschen zu zeigen, wie schwer das hier unten ist. Das ist richtig schwer. So. Dann die nehme ich jetzt mal so mit. Den verkaufe ich. Den verkaufe ich auch mal, den Staub hier. Das ist einfach so viel Pixie-Staub, den ich vorhin gesammelt habe. Beim Versuch, das Ganze hier zu finden, also das Teil dafür. Oder die Fast Clock, besser gesagt. Ich habe die hauptsächlich versucht zu finden, aber ist gar nicht gekommen. Und ja. Ich versuche jetzt noch so ein Nether zu finden. Ich spreche das hier so anders aus, fällt mir gerade auf. aber das wird halt nicht so leicht sein, da halt alles hier. Die Suche erschwert, vor allem die Viecher da unten. Ich will von denen ja hauptsächlich noch ein bisschen Stuff, aber wenn ich kein Stuff will, dann ist es natürlich auch etwas scheiße. So, jetzt ist hier unten wieder alles voll mit denen. Kommt her, ihr Knochen, Mannies, ihr Fuzzis, kommt her. Hier. Ja, gibt genug Knochen für alle. So, besser gesagt, es gibt genug Schmerz für alle. So, jetzt mal hier. Mal größer. Komm, ich trinke sofort einen Trank. Weil ich schon weiß, wie das ausgehen wird.
schon wieder so ein Dungeon-Schleim. Ja. Auf jeden Fall kommen hier genügend Items, die ich einkassieren kann. Oder verkaufen teilweise. Und ja. So, jetzt kassiere ich immer wieder alles ein. Dann. Hey, ich hatte doch vorher noch Fisch aufgesammelt. Scheiße. Wieso nicht? Ich mache das hier einfach mal so. Ja, dann kommen die auch alle hier rein. So, ich schließe aber mal hier unten kurz hin. Ist halt auch noch eine andere Zone mit ganz anderen Viechern. Die habe ich eigentlich noch gar nicht betrachtet. Aber das ist auch nur so ein kleines Teil. Oh, das ist so ein Schädel. Ja, da kommt. Kommt doch. Hier, kommt. Riesiger Raum, extra für euch. Ja, das sieht man. Immer so schnell rum. Dann verreckt man. Naja, komm, ich gehe lieber wieder oben hin. So. Ich denke, hier oben, da kommt viel mehr an Viechern als da unten. Hier noch irgendwo eine Wasserkerze finden. Nee, komm, ich bleib hier. Oh. Ich muss aufpassen, da hätte ich jetzt wieder verhecken können. Ja, Leute, ich mache den Park, glaube ich, 30 Minuten lang. Eine extra große Überfolge. Ja, komm her. Komm her. Moment. So. Das Geile hieran ist, das fällt mir jetzt auf. Da kann ich sogar in die Wand reinschauen. Ob da hinter irgendwie was ist. Guck mal, so wie hier. Da sehe ich halt schon, ob da irgendwie eine Kiste oder eine Höhle versteckt ist. Also macht das immer viel einfacher, alles zu erforschen. Nee.
ich merke immer im letzten Moment erst, dass der Regen wieder ausgegangen ist hier. Dass die Wolken weg sind. Aber jetzt mittlerweile kriege ich es hin. Nicht zu verrecken hier. Das ist schon wieder so einer. Fuck. Jo Leute, ich habe hier massiverweise Geld. Ich finde immer noch weitere Items. Und tja, mittlerweile kommt hier aber auch nichts mehr. Hat vorhin, glaube ich, besser funktioniert. Oder das sitzt alles da unten irgendwo rum. Ja, wieso nicht? Komm, ich mach hier eben mal so. Dann hier so. Dann bleibe ich hier oben drinne. Packe ich hier eben mal so was hin. Dann mache ich das hier zu. Dann sobald. Da ist er wieder. Zuerst mal was. Dann kriegt der ganze Rest da unten was. So. Und tot. Paladin ist da unten. Na, jetzt hat er mich doch erwischt. Hätte ich jetzt eher nicht gedacht, aber okay. Ich glaube, ich gehe jetzt noch schnell die Sachen runterholen. Und dann beende ich den Part und gehe wieder in meine Welt zurück. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal einfach die Spezialfolge vor dem 100 Folgen Special, falls mir da überhaupt was einfällt. Obwohl, ich hätte eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Aber das bleibt mein Geheimnis. Bis es dann halt soweit ist. Dann sage ich es euch auch. Ich bin ja nicht so ein Unmensch.
So. Das hier noch ein bisschen. Und hier. Und dann verabschiede ich mich von euch, Leute. Bis zum nächsten Part. Ciao.